Es gibt wohl kaum jemanden, der keinen Hund will. Aber dieser Hund muss natürlich auch zu euch passen. Sie passt zu mir. Welcher Hund passt zu euch? Darüber reden wir heute. Ihr Lieben, mein Name ist Massi Sami. Ich bin Hundeverhaltenstherapeut und für mich ist es eine große Ehre, wenn ich mit Menschen zusammenarbeite, die einen Hundewunsch haben und ich beauftragt werde, für sie den passenden Hund zu finden. Egal ob Großfamilie oder Single, ist es wichtig, dass dieser Hund zu euch und zu eurem Lebensstil passt. Und hier ein paar Punkte, worauf ihr achten könnt. Erstens, Aktivität. Wie aktiv seid ihr? Seid ihr richtige Sportskanonen, die jeden Tag joggen müssen bei Wind und Wetter? Da muss es natürlich auch ein Hund sein, der da gerne mitmacht. Ist es eher so, dass ihr so ein bisschen gemütlich unterwegs seid? Ist es auch wichtig, da einen Hund zu haben, der genau darauf passt? Ihr sollt natürlich nicht den Hund unterfordern oder überfordern. Zweitens, der Charakter eures Hundes ist sehr, sehr wichtig. Es gibt Hunde, die so ein bisschen vorsichtiger sind, die vielleicht ein bisschen zurückgezogener sind oder auch welche, die sehr forsch nach vorne gehen, neugierig sind, wissen wollen, was los ist. Welche, die vielleicht nicht so viel Nähe brauchen, welche, die wahnsinnig viel Körperkontakt brauchen. Da ist es wichtig, euch selbst zu reflektieren, zu gucken, passt es oder passt es nicht zu mir? Drittens, die Aufgabe. Es ist wichtig zu überlegen, welche Aufgabe soll der Hund später übernehmen. Vielleicht soll er auf Hof und Haus aufpassen. Vielleicht habt ihr eine Schafsherde und der Hund soll die zusammenhalten. Vielleicht soll der Hund mit in die Schule oder ins Seniorenheim. Vielleicht habt ihr auch einfach nur einen Begleithund in der Familie. Und das ist sehr, sehr wichtig, damit ihr dem Hund gerecht werden könnt, dass der Hund seine Aufgabe erfüllt und das gerne macht. Viertens, die Größe. Man sagt ja tatsächlich, auf die Größe kommt es nicht an, aber in diesem Fall ist es wirklich wichtig. Stellt euch mal vor, ihr habt eine Dachgeschosswohnung ohne Aufzug und ihr habt einen großen Hund, der ständig die Treppen hoch und runter muss. Die Alternative wäre, ihr müsst diesen Hund hoch und runter tragen. Ist auch nicht so schön. Ich habe Freunde beispielsweise, die fliegen wahnsinnig viel. Die haben einen kleinen Hund, den sie gerne als Handgepäck mitnehmen können und das passt zu denen. Dementsprechend ist die Größe äußerst wichtig. Fünftens, das Alter eures Hundes. Entscheidet ihr euch für einen jungen Hund oder für einen ausgewachsenen Hund? In beiden Fällen tragt ihr viel Verantwortung und ihr müsst viel Zeit einplanen, damit ihr diesen Hund gut erziehen könnt, damit aus euch und eurem Hund ein richtig geiles Team wird. Sechstens, woher kommt euer Hund? Ob vom Züchter oder aus einer Tierschutzorganisation. Ich liebe sie natürlich alle, aber es ist wichtig, dass sowohl die Züchter als auch die Tierschutzorganisationen seriös und nachhaltig gearbeitet haben. Ihr Lieben, eine Herzenssache noch von mir. Bitte überlegt eure Entscheidung gründlichst. Passt der Hund in eurem Leben, nicht nur heute, sondern auch in einigen Jahren? Denn es ist schrecklich, einen Hund wieder abgeben zu müssen. Ansonsten wünsche ich euch natürlich den passenden Vierbeiner an eurer Seite. Schreibt mir doch einfach unten in den Kommentaren, wie ihr zu eurem Hund gekommen seid.